Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Ja, es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dorthin zu kommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Plötzlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Sie erkennen mich gar nicht, oder, Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken können? Mit Menschen spielen und töten, damit es die Spannung steigert? Jetzt stecken Sie in dieser Geschichte und werden Sie töten lassen. Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten veröffentlichen. Ich befördere Sie ins Grab. Ihre Geschichten sind nicht besonders gut. Sie haben überhaupt keinen künstlerischen Wert. Sie sind ein lausiger Schriftsteller. Billiger Horror und großkotziges Geschwafel. Mehr haben Sie nicht drauf. Sehen Sie mich an. Sehen Sie Ihre Arbeit an. Wir haben den Termin verfasst! Mist. Die können mich nicht aufhalten! Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen?
Nein! Nein! Ich saß fest. Es gab kein Entkommen. Die Hütte war eine Todesfalle. Ich musste raus. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Gut gemacht. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so: Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt grün, wo die Wellen wilder und doch ruhiger wiegen. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Nein. Zum Licht. Zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkeln kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit verteidigen und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Ja, sterben Sie! Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden.
Damit kann ich ewig weitermachen! Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja. Mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo. Schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Lane. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Lane, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich. Verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto.
Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Odeon Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich so bin viel unschuldig, zum ruhigen wenn Sie Urlaub. Verfallen ich konnte nicht gehen. Spricht, ich musste Carl Stucky finden, Unser um den Rusty Hüttenschlüssel ist kein zu bekommen. Mensch mehr. Tu mir einen Gefallen, Kleiner! Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Das ist genau mein Ding. Oh ja. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft, er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich... Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Diner war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay. Wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird
wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den... Wow, das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Hallo? Jemand da? Besucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Rose, ich... Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebes... Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Vielleicht würde sie das wieder. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen, heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Alles? Schatz? Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Überraschung? Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen.
Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Alice! 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 In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Nein! Alan! Hilf mir! Alan! Alice? Alice! Oh nein! Immer weiter! Wacht auf! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Stelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Mist. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Departure von Alan Wake. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Thank you.
jemand! Bitte, ich hatte einen Unfall! Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen... Das ist der neueste Trend. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Fliegen mit einer Klappe. Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real.
Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Zum Teufel war das? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden.
Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, mach die besten Hot Dogs im Staat. Der Magensprenger ist der Beste, gar keine Frage. Der Monster Dog kommt gleich danach. Der Star Dog ist der Drittbeste.
Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte. Außerhalb der Geschichte. Nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt?
Polizeiwache Bright Falls? Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie! Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen.